an! Es war einmal ein Mädchen mit langen blonden Haaren und einem bezaubernden Lächeln. Sie lebte in einer kleinen Stadt und jeder, der ihr begegnete, mochte sie auf Anhieb. Jeden Morgen kam sie sehr früh zur Arbeit, machte alles sauber, backte Kuchen und Torten. Die Konditorei, in der Rapunzel arbeitete, gehörte einer jungen Frau namens Evelia. Evelia war sehr unfreundlich. Sie ließ sich keine Gelegenheit entgehen, Rapunzel zu tadeln. Leider war dies jedoch die einzige Konditorei in der Stadt, in der Rapunzel arbeiten konnte. Guten Morgen! Kannst du nicht gleichzeitig die Kunden begrüßen und bedienen? Wenn du die Aufträge nicht schaffst, wirst du dir großen Ärger einhandeln. Aber ich habe früh am Morgen mit der Arbeit angefangen. Vielleicht nehmen sie einfach zu viele Aufträge an. Beschwerst du dich etwa über deine Arbeit, wenn du diese Bestellungen nicht bis heute Abend erledigt hast? Kürze ich dir deinen Lohn um die Hälfte. Rapunzels Augen füllten sich mit Tränen, denn ihr Lohn war bereits sehr gering. Sie war unglaublich traurig. Wenn Sie mir ein wenig zur Hand gehen würden, würden alle Bestellungen rechtzeitig fertig werden. Wer? Ich? Das ist ja lächerlich! Wenn du deine Arbeit nicht erledigen kannst, lass es mich wissen. Dann werde ich jemand anderen finden. Rapunzel senkte den Kopf und arbeitete weiter. Die Kunden kamen nur in den Laden, weil sie Rapunzel mochten. Rapunzels allergrößter Traum war es, eine eigene Konditorei zu eröffnen. Genauso. Lass deine Hände stattdessen deines Mundes arbeiten. Ich gehe jetzt mit meinen Freunden aus und wenn ich zurück bin, soll deine Arbeit erledigt sein. Jawohl, Frau Evelia. Evelia verließ lachend die Konditorei. Rapunzel erledigte alles, was ihr aufgetragen wurde. Sie machte noch nicht einmal zum Essen eine Pause. Danach war sie so erschöpft, dass sie auf einem Stuhl einschlief. Rapunzel träumte von ihrer Großmutter, die weit weg wohnte. Sie hatte ihr beigebracht, diese tollen Kuchen zu backen. Sie war überglücklich, sie zu sehen. Mein liebes Kind, mein hart arbeitendes und begabtes Kind. Oma, Oma! Es ist so lang her, nicht wahr, mein Schatz? Ja, es ist wirklich lange her. Ich arbeite so hart und Evelia gibt mir nicht einen Tag frei. Deshalb konnte ich dich nicht besuchen. Ich vermisse dich so sehr. Oh, mein liebes Kind! Das bricht mir das Herz. Aber sei nicht traurig. Alles wird gut. Ich weiß, das ist nur ein Traum und wenn ich aufwache, bist du weg. Dann werde ich wieder einsam sein. Geh morgen in die Nachbarstadt. Schau dir dort im Rathaus das schwarze Brett an. Und dann? Dann sprechen wir uns wieder. Die Großmutter gab Rapunzel einen Kuss auf die Stirn und verschwand in einer rosa Wolke. Als sie verschwand, öffnete Rapunzel die Augen und erblickte eine wütende Evelia vor sich. Du schläfst in meinem Laden? Bezahle ich dich dafür? Aber ich... Still! Sprich kein Wort. Ich streiche dir die Hälfte deines Lohnes. Das soll dir eine Lehre sein.
Rapunzel versuchte zu erklären, was geschehen war, aber Evilia wollte ihr nicht zuhören. Rapunzel war davon überzeugt, das zu tun, was ihr ihre Großmutter geraten hatte. Aber wie? Sie musste unbedingt in die nächste Stadt fahren. Rapunzel ging in das Café, in dem sich Evilia normalerweise mit ihren Freundinnen traf. Als Evilia Rapunzel erblickte, war sie extrem verwirrt. Was machst du hier, du nervige Görre? Warum bist du nicht im Laden? Ist das arme Ding, von dem du erzählt hast? Frag nicht, meine Liebe. Sie macht nur Ärger. Wenn mein Geschäft eines Tages schließen muss, wird es ihre Schuld gewesen sein. Was willst du? Ich muss Zutaten besorgen. Ich brauche sie für die Bestellungen. Siehst du nicht, dass ich gerade beschäftigt bin? Wie kannst du mich hier stören? Ohne diese Zutaten kann ich die Bestellungen nicht backen. Kann das nicht bis heute Nachmittag warten? Ich kann hier nicht alles stehen lassen. Ich kann alles für sie besorgen. Du? Du kannst noch nicht mal den Weg nach Hause finden. Dann werde ich halt nur herumsitzen. Evilia zögerte. Sie wollte ihre Freundinnen nicht verlassen. Sie befürchtete, dass sie sich über sie lustig machten. Na gut, aber sei ja vor dem Nachmittag zurück. Wenn ich herausfinde, dass du trödelst, streiche ich dir auch noch den Rest deines Lohnes. Keine Sorge, Frau Evilia, ich werde rechtzeitig zurück sein. Rapunzel machte sich sofort auf den Weg in die Nachbarstadt. Aufgeregt betrachtete sie das schwarze Brett am Rathaus. Sie war sehr überrascht, als sie nur eine einzige Ankündigung fand. Dort stand: Backen Sie den besten Kuchen und gewinnen Sie den Hauptpreis. Das ist es also. Rapunzel machte mit ihrem Telefon ein Foto von der Ankündigung und ging in die Konditorei zurück. Rapunzel überlegte, wie sie an dem Backwettbewerb teilnehmen konnte. Der Kuchen musste wirklich gut schmecken und außergewöhnlich dekoriert werden. Aber wie konnte sie nur so einen Kuchen backen? Das konnte für sie nur bedeuten, dass sie sehr spät ins Bett gehen würde. Aber Rapunzel war fest entschlossen, den Hauptpreis zu gewinnen. Sie wollte endlich ihre eigene Konditorei eröffnen. In diesem Moment kam Evilia in den Laden gestürmt. Sie sah sehr glücklich aus. Die Zeit ist gekommen. Endlich kann ich mein Können unter Beweis stellen. Was ist? Bist du neidisch? Ich? Nein, ganz gewiss nicht. Ich hoffe, du gewinnst. Viel Glück! Ich weiß, was du denkst. Du möchtest bestimmt auch gerne am Wettbewerb teilnehmen, richtig? Nur die Besten können teilnehmen. Rapunzel wollte Evilias Beleidigungen ein Ende setzen. Die einzige Chance dafür sah sie darin, am Wettbewerb teilzunehmen. Rapunzel kam spät nach Hause und begann, ihren Kuchen zu kreieren. Sie hatte beschlossen, unter einem anderen Namen am Wettbewerb teilzunehmen. Ja, ich habe es! Pink Creme Konditorei! Als sie eingeschlafen war, erschien ihr ihre Großmutter. Mein liebes Kind! Du kannst alles erreichen, wenn du hart arbeitest und an dich selbst glaubst. Aber Großmutter, Evilia nimmt auch an dem Wettbewerb teil. Und du denkst, sie ist besser als du? Ist sie das nicht? Natürlich nicht. Wann hast du sie das letzte Mal Kuchen backen gesehen? Da fiel Rapunzel auf, dass sie, seitdem sie bei Evilia angefangen hatte zu arbeiten, Evilia nie Kuchen backen gesehen hatte. Du hast recht, Großmutter. Jetzt weiß ich, was du meinst. Da hast du es, meine kleine Prinzessin. Jetzt back den tollsten Kuchen, den die Welt je gesehen hat.
Als Rapunzel aufwachte, wusste sie genau, was zu tun war. Da ihre Großmutter sie immer Prinzessin genannt hatte, entschied sie sich, einen Prinzessinnenkuchen zu backen. Am nächsten Morgen traf Rapunzel Evilia, die in der Konditorei bereits ihren Kuchen entwarf. Da sie aber schon so lange keinen Kuchen mehr gebacken hatte, war sie ein wenig eingerostet. Für Evilia sah es nicht gut aus. Er wird so wundervoll, dass noch nicht einmal du so etwas Tolles zu Lebzeiten backen könntest. Ich würde ihn dir ja zeigen, aber ich fürchte, du könntest ihn verhexen. Nachdem Evilia gegangen war, sammelte Rapunzel all ihre Zutaten ein und ging nach Hause. Sobald sie zu Hause angekommen war, fing sie an. Ihr Design war nicht so einfach, aber dies war ihr einziger Weg, ihren Traum zu erfüllen. Im Morgengrauen war Rapunzels Kuchen fertig. Sie betrachtete ihn aus der Ferne. Er war perfekt. Sie nahm ihren Kuchen und ging in die benachbarte Stadt. Rapunzel meldete sich an, bevor Evilia auftauchte. Sie versteckte sich in einer Ecke und wartete. Kurz darauf kam Evilia mit ihrem Kuchen. Sie drängelte sich bis nach vorne. Mach Platz! Der Champion ist da! Und schließlich begann der Wettbewerb und die Juroren erschienen. Sie standen neben den Kuchen, die an einem langen Tisch aufgereiht waren. Die Juroren probierten jeden Kuchen. Manche brachten eine Grimasse auf ihre Gesichter, manche auch ein Lächeln. Einige Zeit später versammelten sich die Juroren, um eine Entscheidung zu treffen. Alle warteten gespannt. Jeder Teilnehmer dachte, dass er gewinnen würde und prahlte mit seinem Können. Alle außer Rapunzel, denn diese saß in einer Ecke und hatte Angst, von Evilia entdeckt zu werden. Als erstes nannten die Juroren den Gewinner des dritten Platzes. Rapunzels Herz raste vor Aufregung. Danach beglückwünschten sie den zweiten Platz. Jetzt sind wir dran, meine hübsche Prinzessin. Und der erste Platz geht an... Alle hielten gespannt den Atem an. Evilia hatte ein breites Lächeln im Gesicht, überzeugt davon zu gewinnen. Pink Creme Konditorei. Evilia war sich ihres Sieges so sicher gewesen, dass sie Rapunzels Pseudonym völlig ignorierte. Sie ging siegessicher zur Bühne. Dort angekommen, hörte sie die Leute kichern und lachen. Als sie Rapunzel auf der Bühne bemerkte, erkannte sie, was geschehen war. Du bist das? Das ist unmöglich! Sie haben einen Fehler gemacht. Der erste Platz gehört mir. Nein, Rapunzel hat den Preis verdient. Evilia war wütend, da sie gegen Rapunzel verloren hatte. Du bist gefeuert. Hast du verstanden, Rapunzel? Nein, Evilia, du kannst mich nicht hinauswerfen, da ich selber kündige. Während Evilia hinausstürmte, nahm Rapunzel alle Glückwünsche entgegen. Rapunzel wurde in der Stadt wie ein Held empfangen. Sie benutzte einen Teil des Geldes, um eine eigene Konditorei zu eröffnen, und mit der anderen Hälfte half sie bedürftigen Menschen. Rapunzels Traum, eine eigene Konditorei zu eröffnen, war nun wahr geworden. Hallo Leute, abonnieren Sie unseren Kanal Kondo-san und schauen Sie sich die beliebtesten Märchen, Kinderlieder und Zeichentrickfilme an. Vergessen Sie nicht, auf das Glockensymbol zu klicken, um Benachrichtigungen von uns zu erhalten.